So, dann herzlich willkommen zum Live Trading TV von JFD Brokers. Heute startet ja eine neue Börsenwoche, die allerdings recht kurz ausfallen wird. Denn am Donnerstag ist Thanksgiving in Amerika, da sind die Börsen ganz geschlossen. Und am Freitag ist eben ein verkürzter Handelstag. Meistens ist die Thanksgiving-Woche eigentlich schon eine bullische Woche, beziehungsweise ohne große Volatilität nach unten. So, dann schauen wir mal, was der DAX heute gemacht hat. Ich habe ja noch bis Ende November, werde ich ja jeden Tag ein DAX-Setup vorstellen, vor 9 Uhr. Und heute war das Bild... sah das Bild heute so aus. Unter 11.090 sollte es runtergehen bis 11.050 und unter dieser Marke, speziell jetzt ja 11.040, 11.039, sollte es dann Richtung EMA 200 im 15-Minuten-Chart eben auch gehen, beziehungsweise eben zu der 11.000er Marke, die eine wichtige Unterstützung eben ist. Ja. Was ist passiert? Nach dem Bruch der Marke, das war jetzt wirklich nicht unbedingt ein komplett handfestes Verkaufssignal. Es hätte auch ein Fehlsignal werden können, aber es ist halt direkt auf diese Marke punktgenau 11.050 runtergegangen. Dann eben von hier bullisch abgeprallt und aktuell stehen wir wieder bei 11.090. Aktuell ist jetzt hier eben definitiv nichts Größeres zu sagen, kann jetzt hier seitwärts weiter bewegen. Die Marke hier war eh auch nur grau, aber man könnte ja dieses Szenario schon handeln, aber ich würde es jetzt eben heute bzw. vor Börsen, US-Börseneröffnung erstmal hinten anlegen. Im Tageschart sehen wir hier, dass der Kurs weiter unter der Oberkante des Trendkanals liegt, aber über hier im Tageschart über dieser Linie, über der Abwärtslinie. Im Wochenchart, den habe ich auch mitgebracht, ja, sieht man, dass eben hier an der Gap-Kante eben auch die Wolkenoberkante eben liegt. Deswegen hier ist so ein Zielbereich. 11.300 bzw. 11.280. Größeres Kurspotenzial sehe ich jetzt in dieser Woche eben auch trotz bullischer Stimmung bzw. trotz bullischer Marktlage in Amerika dann eben auch nicht, ja, wegen dem Thanksgiving-Tag. Ideal wäre allerdings, da habe ich eben den 4-Stunden-Chart mitgebracht, ich mache nachher kommt eben auch noch eine größere DAX-Analyse hervor, das werden eben die Chartbilder eben auch nochmal dargestellt und dann beschrieben, wäre eben hier ein Rücksetzer bis zur 10.900er Marke, wäre jetzt hier ideal. Aber eben auch dafür müsste eben erst das kleinere Verkaufssignal unter 11.040 eben stattfinden. Dann, erst dann hätte auch der DAX die Chance, eben hier runter zu fallen und dort eben einen guten Einstieg zu suchen. Womöglich dreht der DAX auch dann eben direkt hier an der Gap-Oberkante bei 10.960. Also das wäre hier natürlich auch möglich und denkbar. Wenn man jetzt hier wieder im Tageschart schaut, verläuft dann hier etwa die Rainbow-Oberkante. Also hier 10.960 wäre auch schon eine sehr solide Unterstützung. So, die US-Indizes habe ich am Wochenende besprochen. Da ist das Chartbild im Prinzip, ja, Anfang der Woche eben auch mit steigenden Kursen noch zu rechnen. Und dann eben nur charttechnisch betrachtet, könnte es eben dann dort ein Stück nach unten fallen. Aber ich werde dann eben heute Nachmittag nochmal den Dow Jones im 1- und 4-Stunden-Chart dann analysieren und vielleicht nochmal ein Setup dann präsentieren. Danke erstmal fürs Zuhören und bis später.